Wenn man den Wärmeschutz eines Hauses verbessern will, schafft man es entweder durch einen Austausch der alten gegen moderne Fenster oder durch Wärmedämmung der anderen, der sogenannten opaken Bauteile, also Dach, Außenwände und der untere Gebäudeabschluss. Was aber, wenn man die Außenwände von außen nicht dämmen will, weil die Fassade rein optisch einfach zu schade wäre, um sie hinter einer Wärmedämmung zu verstecken? Oder noch krasser, man darf die Fassade von außen gar nicht anfassen, weil das Haus unter Denkmalschutz steht und die Fassade mit ihrem optischen Erscheinungsbild nicht verändert werden darf. In so einem Fall kann eine Innendämmung die rettende Lösung sein. Aber Moment mal, Innendämmung? War da nicht irgendwas? Gab es da nicht irgendwie Probleme mit dem Taupunkt, der Taupunktverschiebung und möglichen Feuchtschäden oder irgend sowas? Da geistern zumindest einige beunruhigende Geschichten durch die Informationsportale und selbst die Fachwelt war und ist sich da teilweise noch gar nicht so wirklich einig. Klingt nach einer spannenden Geschichte und ich liebe spannende Geschichten. Liebe Freundinnen und Freunde der Sparkunst, während meines Studiums ist mir mal eine kleine Begebenheit passiert. Da ich immer mit dem Zug nach Darmstadt zur Hochschule gefahren bin, hatte ich immer ziemlich viel Zeit zum Lesen und daher auch immer ein Buch dabei. Und als ich dann eines Tages mal in einer vorlesungsfreien Stunde mit meinem Schmöker in der Kantine saß, kam ein Kommilitone zu mir und hat mich gefragt, was ich denn da mache. Darauf ich verwundert zurück, so, ich lese? Und daraufhin er mich wieder gefragt, was bringt dir das denn überhaupt fürs Studium? Klar, Ingenieurstudiengang, das ist nicht Germanistik oder Philosophie, da wird tatsächlich weniger gelesen, da wird mehr gerechnet. Aber hallo, was Lesen bringen soll? Damals war ich auf jeden Fall erstmal so verdutzt, dass ich erstmal gar nicht wusste, was ich darauf sagen soll. Aber mit meinem heutigen Wissen hätte ich ihm damals wahrscheinlich entgegengeschmettert: Mit Lesen, mein Freund, kannst du einen ganzen Industriezweig vom Aussterben bewahren. Jetzt sitzt wahrscheinlich ihr mit riesigen Falten auf der Stirn vor dem Bildschirm und fragt euch, was es denn alles mit unserem heutigen Thema Innendämmung zu tun haben soll. Aber ja, das hat es tatsächlich. Und um den Zusammenhang zu verstehen, müssen wir mit der Geschichte ein bisschen weiter vorne beginnen. Und genau das werde ich jetzt tun. Ich erzähle euch jetzt die Geschichte, die unglaubliche und verrückte Geschichte der Innendämmung. Und zwar von Anfang an. Also, bügelt die Falten aus eurer Stirn, lehnt euch zurück und seid gespannt. Was meint ihr, seit wie vielen Jahren werden Wärmedämmungen als Wärmedämmverbundsystem auf Wohnhäuser geklebt? Irgendeine Ahnung? Okay, ich sag's euch. Wärmedämmverbundsysteme, wie wir sie heute kennen, werden in nennenswerten Mengen erst seit Anfang der 1970er Jahre verbaut, also gerade mal seit rund 50 Jahren. Und was meint ihr, seit wann gibt es wohl die Innendämmung? Dämmung also, die nicht außen auf die Wand kommt, sondern auf der Innenseite eingebaut wird. Gibt es die schon genauso lang? Ist die erst später dazugekommen oder gibt es die vielleicht sogar schon viel länger? Okay, Schluss mit dem rhetorischen Fragenmist. Ich will euch nicht zu lange auf die Folter spannen. Also, als wir in den Nullerjahren unser Fachwerkhaus, in dem wir heute wohnen, modernisiert haben, waren da die verschiedensten Innendämmplatten eingebaut. Und die stammten alle aus der Zeit des letzten großen Umbaus des Hauses. Und der war in den 50er Jahren. Das heißt, die stammten aus einer Zeit 20 Jahre, bevor die Wärmedämmung von außen überhaupt eine ernsthafte Rolle gespielt hat. Leider habe ich damals viel zu wenige Bilder vom Rückbau gemacht. Und daher kann ich euch nur noch ein verschwommenes Bild von einer zementgebundenen Holzwolle-Dämmplatte zeigen. Und ausgerechnet die war auch leider nicht an der Außenwand angebracht. Aber egal, darum geht es ja auch überhaupt nicht. Sondern darum, seit wann es solche Innendämmsysteme gibt. Und wenn man mal ein wenig recherchiert, findet man leicht heraus, die Innendämmung war über viele Jahrzehnte sogar mehr oder weniger das einzige Dämmsystem. Da gab es lange fast gar nichts anderes. Innendämmung wurde bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als Wärmeschutz für Wohngebäude genutzt. Innendämmung gab es damit also schon 100 Jahre vor der außenliegenden
Wanddämmung. Und das in verschiedensten, unterschiedlichen Variationen, wie diese historischen Werbebroschüren von Holzfaserdämmplatten der Firma Insulid zeigen. Allein an der Qualität dieser Broschüren kann man schon erkennen, dass es sich hier nicht um irgendein Nischenprodukt handelte, sondern um ein etabliertes Bauprodukt. Im Jahr 1938 hat allein die Firma Heraklit 70 Millionen Quadratmeter Dämmplatten, die auch als Sauerkrautplatten bekannt wurden, produziert und verkauft. Und Heraklit war nur eine von vielen Firmen, die sich auf diesem Markt tummelte. Und das bis in die 1970er Jahre hinein. Man hat also mit Innendämmung über ein ganzes Jahrhundert sehr gute Erfahrungen gemacht. Und nicht zuletzt auch zur Vermeidung von Tauwasser, was damals auch Schwitzwasser genannt wurde. Innendämmung hat also keineswegs zu feuchten Schäden geführt. Ganz im Gegenteil, wurde zur feuchten Vermeidung von der Fachwelt empfohlen, den Wärmeschutz der betreffenden Bauteile zu verbessern. Und den Wärmeschutz an Wänden zu verbessern, hieß damals fast ausnahmslos immer eine Innendämmung anzubringen. Die Dämmplatte aus unserem Haus war zum Beispiel auch eine von Heraklit. Die hatten schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wunderschöne Fachbroschüren zur Wärmedämmung herausgegeben, in denen die Verarbeitung ihrer Sauerkrautplatten in allen erdenklichen Konstruktionsvarianten gezeigt wurden. Die hier gezeigten Innendämmkonstruktionen stammen aus einer Broschüre von Heraklit aus dem Jahr 1939. Erklärt wurde die erforderliche Befestigung, die Verarbeitung und sogar die mögliche Brennstoffeinsparung würde für jedes Bauteil einzeln aufgezeigt. Es gab im Bauwesen also schon sehr früh viele gute Erfahrungen, die man mit der Innendämmung gemacht hat. So weisen viele Quellen gerade auch auf den Vorteil im Bereich des Feuchteschutzes hin. Wenn es aber tatsächlich so war, dass die Innendämmung keine Feuchteprobleme verursachte, sondern sogar vermied, wieso gab es und gibt es dann diese ganzen Geschichten zu diesem bösen Taupunkt, der sich irgendwo hin verschiebt, wo er auf gar keinen Fall sein darf, weil er da unsichtbar für uns alle unvorstellbaren Schaden anrichtet? Woher kam diese Angst in den Köpfen selbst von Handwerkern, Ingenieuren und Architekten, die dazu führte, dass die Innendämmung einen solchen Imageverlust erlebte? Wie konnte sie derart in Verruf geraten, dass sie über Jahrzehnte hinweg gescheut, ja, gemieden wurde wie das Weihwasser vom Teufel und in der Folge praktisch vom Markt verschwand? Spannende Frage, aber ob ihr es glaubt oder nicht, die Antwort darauf ist noch spannender, ja geradezu haarsträubend. Und zwar hat sie mit einem Stück deutscher Ingenieursgeschichte zu tun, die mir persönlich vorkommt wie ein moderner Schildbürgerstreich. Unsere heutige weit verbreitete Skepsis gegenüber den Innendämmungen nahm bereits nach 1945 ihren Anfang. Und zwar haben damals durch vermehrt vorkommende feuchte Schäden bei neuartigen Flachdächern, bei Leichtbaukonstruktionen und Kühlhäusern ab 1950 zu einer Diffusionsdebatte in der technischen Physik geführt. In deren Folge wurde von Professor Helmut Glaser eine Methodik entwickelt, um die Dampfdiffusionsprozesse in einer Bauteilkonstruktion ermitteln zu können. Gedacht war die heute als Glaser-Verfahren bekannte Methodik ursprünglich für Kühlraumwände und war gar nicht für eine Anwendung im Wohnungsbau bestimmt. Als relativ einfach anzuwendendes tabellarisches grafisches Verfahren, Computer gab es ja noch keine, wurde es aber zunehmend auch für die Dampfdiffusionsberechnung in Bauteilen von Wohnhäusern angewendet. Und das ist bis heute so. Das war und ist eigentlich auch gar kein Problem, denn die Dampfdiffusion gibt es ja nicht nur im Kühlhaus, sondern auch in Bauteilen von Wohnhäusern. Nur sind die Bedingungen in einem Kühlhaus im Vergleich zum Wohnhaus natürlich etwas andere und weniger komplex, um nicht zu sagen langweilig. Im Vergleich dazu geht in einem Wohnhaus bauphysikalisch richtig die Post ab. Ganz grundsätzlich muss man daher sagen, ist das Glaser-Verfahren durch das extrem vereinfachte Berechnungsmodell, das dahinter steckt, tatsächlich nur bedingt und eingeschränkt geeignet für Bauteile hinsichtlich ihres Feuchtverhaltens. So führte die Anwendung des Glaser-Verfahrens zum Beispiel auch dazu, dass Innendämmungen bei der Feuchtebewertung extrem schlecht abschnitten. Viel schlechter, als man das zum Beispiel aus den 100-jährigen praktischen Erfahrungen gewonnen hatte. Wenn man Innendämmung mit dem Glaser-Verfahren untersuchte, kam und kommt es in vielen Fällen zu massiven Tauwasserausfall innerhalb der Konstruktion. Und zwar genau an der Stelle, wo Innendämmung und Außenwand aufeinandertreffen.
Da ist er nun also, dieser hinterlistige Taupunkt, der sich nicht nur in die Verbindungsstelle der Dämmung und Wand geschoben hatte, sondern auch in das kollektive Bewusstsein ganzer Generationen von Bauschaffenden. Aber damit nicht genug. Um das Chaos perfekt zu machen, wurde das Glaser-Verfahren im Jahr 1981 dann auch noch in die DIN 4108 integriert. Und da die DIN 4108 mit Namen Wärmeschutz im Hochbau die Grundlage für das öffentlich-rechtliche Nachweisverfahren für den Wärmeschutz von Gebäuden bildete, war die Innendämmung quasi über Nacht nicht mehr genehmigungsfähig. Das muss man sich erstmal vorstellen. Eine Technik, mit der man ein ganzes Jahrhundert lang super Erfahrungen gemacht hat, wird von jetzt auf gleich formalrechtlich kaltgestellt und darf nicht mehr angewendet werden. Schluss, aus, vorbei. Zumindest haben das die allermeisten Bauschaffenden gedacht. Denn den Machern der Norm war die Problematik mit der Innendämmung durchaus bewusst. Die wussten schon, dass das Glaser-Verfahren nicht so ohne weiteres auf die Innendämmung anwendbar ist. Daher haben sie in einem eigenen Kapitel der Norm auch drei Innendämmsysteme genannt, für die kein rechnerischer Tauwassernachweis erforderlich ist. Aha! Das heißt, die Innendämmung wurde gar nicht verboten. Die hätte man schon weiter einbauen können, oder? Das Problem war nur, zwar wurde das Glaser-Verfahren ab 1981 bis heute flächendeckend in Verbindung mit Wärmeschutzberechnungen angewendet, aber das entsprechende Kapitel der Norm mit den entsprechenden Ausnahmen für die Innendämmung, das hat einfach kaum jemand gelesen. Das hat genauso wenig jemand gelesen, wie man das Kleingedruckte liest, wenn man eine Versicherung oder einen Handyvertrag abschließt. Und damit war der Tod der Innendämmung quasi besiegelt. Und es ist hiermit offiziell belegt. Daran, dass die Innendämmung über Jahrzehnte ein unwürdiges Schattendasein hat fristen müssen und in der Folge ein ganzer Industriezweig sich ein anderes Betätigungsfeld suchen musste, daran ist die Lesefaulheit von deutschen Architekten und Bauingenieuren schuld. Und kleiner Funfact am Rande, da sich die entsprechenden Normen in der Schweiz und in Österreich auf dieselben Berechnungsgrundlagen beziehen, hat man da ganz ähnliche Erfahrungen gemacht. Hätte man genauer hingeschaut, wäre es vermutlich nie zu dieser ungerechtfertigten Diskriminierung der Innendämmung gekommen. Erst in den vergangenen 10 bis 15 Jahren sickerten die alten Gewissheiten wieder ins Bewusstsein der Bauschaffenden, dass die Innendämmung scheinbar doch besser ist als ihr Ruf. Und jetzt wisst ihr das auch. Innendämmung funktioniert. Punkt. Aber dass sie funktioniert, ist nicht das Einzige, was es zur Innendämmung zu berichten gibt. Ein Selbstläufer ist sie nämlich bei weitem nicht. Auch wenn sie grundsätzlich funktioniert, heißt das nicht, dass man keine Fehler machen kann. Die Baupraxis beweist, das geht schon. Und damit ihr diese Fehler nicht auch macht, solltet ihr euch unbedingt die zweite Folge zur Innendämmung auch anschauen. Also dann, bis demnächst und denkt immer daran, Lesen bildet euer Energiesparkommissar.